Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Bud Spencer und Terence Hill, die große DVD-Collection. Alle weiteren Informationen zu diesen Filmen und dem Boxenhalt, sowie natürlich auch die Links zu den Filmen und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bud Spencer und Terence Hill, wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Film. Jawohl, es gab ja zig Filme von den beiden Herrschaften, die sie so im Laufe ihrer Zeit gedreht haben. Und es gibt auch ebenso viele verschiedene Box-Varianten. Also es gibt eine Unzahl verschiedener Box zu DVDs, zu Blu-Rays, zu allen möglichen Varianten. Und die Anzahl der Filme unterscheidet sich eigentlich immer und genauso auch die Zusammenstellung. Eine dieser Boxen werde ich euch heute mal vorstellen, aber es werden sicher auch noch andere folgen. Das ist jetzt mal die erste. Die große DVD-Collection nennt sich das Ganze. Kommt hier in so einem orange-roten Karton. So ist er einfach nur glatt in der Farbe orange-rot. Auf der linken Seite haben wir Terence Hill. Ich kriege gleich einen Krampf im Vorderflügel. Und auf der rechten Seite haben wir Bud Spencer mit dem Spruch, es gibt nicht nur Sonne im Leben. Auf der Unterseite lesen wir noch De Agostini. Das klingt so nach Italienisch. Und dann haben wir hier in dieser Box 15 Teile, also 15 Filme der beiden, die hier so reingeschlichtet wurden. Was etwas merkwürdig ist, was ich bis heute nicht ganz verstehen kann, ist, was man hier gemacht hat. Und zwar, dass man hier den Film Der Supercop einfach nicht durchnummeriert hat. Also der hat einfach keine Nummer und es geht dann hier weiter mit 3. Allerdings gehört er hier auf diesen Platz, weil natürlich hier dieses Bild nur so dann vollständig ist. Und man hat hier das Ganze eben auf 14 nummeriert, aber nachdem hier die Nummer eben fehlt, hat man dann 15 Filme. Ja, einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass dieser Film hier, nämlich der Supercop, kein Bud Spencer und Terence Hill im eigentlichen Sinn ist. Denn, soweit ich mich erinnern kann, spielt Bud Spencer hier in diesem Film gar nicht mit. Also es ist wirklich, ja, hier steht sogar, Klassiker der Solo-Karriere von Terence Hill. Warum auch immer man diesen Film hier mit reingepackt hat, es wird mir auf jeden Fall, ja, es wird mir auf ewig ein Rätsel bleiben. Aber egal, wir schauen uns trotzdem die einzelnen Teile mal durch. Und dafür nehmen wir einfach mal hier alle der Reihe nach raus. Den werde ich jetzt mal separat legen. So. Alle 14, beziehungsweise ja, 15 mal rausnehmen. Auch von innen hier die Box in diesem orange-rot gehalten, packen wir zur Seite und dann starten wir auch gleich mit dem ersten Film. Und zwar ist das dieser hier, Vier Fäuste für ein Halleluja. Ab 12 Jahren freigegeben. Auf der Rückseite haben wir natürlich immer so eine kurze Inhaltsangabe, Kritiken und auch Fotos. Ansonsten sind diese DVDs sehr schlicht gehalten. Also wir haben hier keine weiteren Inhalte, kein Booklet, kein gar nichts. Wirklich nur die DVD drinnen. Nummer 1 in diesem Fall. Und so zieht sich das jetzt durch. Also jede einzelne dieser DVDs ist in diesem Design gehalten. So sieht das aus. Nummer 2 ist Sie nannten ihn Mücke. Dann haben wir Film Nummer 3, Plattfuß in Afrika. Also die meisten dieser Filme sind ab 12 oder ab 6 Jahren freigegeben. Ich glaube, darüber gibt es nichts. So, die ersten drei waren eben ab 12. Jetzt kommt ein Teil ab 6 Jahren, das ist dieser hier. Zwei bärenstarke Typen. So sieht es aus. Dann Nummer 5, Vier Fäuste gegen Rio. Der ist auch wieder ab 12 Jahren. So, dann Film Nummer 6, wieder ab 6 Jahren, Banana Joe. Sieht so aus. Jawohl. So, und dann haben wir die zweite Hälfte
des Boxsets, und zwar Nummer 7. Das Krokodil und sein Nilpferd. Dann Nummer 8. Zwei Missionare. Unterscheidet sich auch immer hier in der farblichen Gestaltung. Also wir haben hier immer so ein Farbmuster, in diesem Fall jetzt hier wieder so ein Orangerot. Der Große mit seinem außerirdischen Kleinen. Und jetzt haben wir das tatsächlich, was ich vorhin angesprochen habe. Und zwar haben wir hier einen Film ab 16. Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Das ist der erste, der hier ab 16 ist. Also Film Nummer 10. Dann haben wir Film Nummer 11. Der ist ebenfalls ab 16. Die rechte und die linke Hand des Teufels. Und dann wird es wieder etwas harmloser, denn hier Plattfuß am Nil Nummer 12 ist wieder ab 6 Jahren. So. Jawohl. Dann Nummer 13, zwei Asse Trumpfen auf. Und Nummer 14, Bad der Ganovenschreck. Der ist wiederum ab 12 Jahren. So, das war's mit den 14 Filmen. Und dann haben wir eben noch Nummer 15. Das ist dieser hier. Ein Terence Hill Solo-Movie, der Supercop, ab 6 Jahren freigegeben. Und der ist eben nicht nummeriert, wie gesagt. So, das war's soweit. Also, jede Menge Filme, wie gesagt, insgesamt 15 Stück hier mit dabei. 14 Mal Bud Spencer und Terence Hill und einmal Terence Hill Solo. Das alles in dieser wunderbaren Box. Bud Spencer und Terence Hill, die große DVD-Collection. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von den Filmen bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Filme feiert, falls ihr Bud Spencer und Terence Hill unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.